Okay, Leute, weiter geht's bei Let's Play Elements Destiny Ancient Powers, dem Spiel von Sui Shomaru. So, beim letzten Mal, fällt mir gerade wieder ein, ist irgendwas passiert draußen in der Stadt. Wir wollten uns eigentlich umgucken gehen. Ich hoffe mal, dass das noch nicht allzu sehr aus... oder beziehungsweise, ja doch, Auswirkungen auf die Stadt hat. Ich finde schön, wie Wesker, sage ich schon, wie Xai... Dann haben wir mal... Nanu? Xai, der Schwertkämpfer, gehört nun zum Team. Ich hoffe, dass es nicht allzu viele Auswirkungen auf die Stadt hat, weil ich würde wirklich gerne noch mit den anderen Charakteren der Stadt reden. Aber wir finden es raus, und zwar jetzt. Es sieht mir gut aus. Huch. Da sehen wir also, Xai, der Schwertkämpfer, kann Ohnmachtsangriff. Kann den Gegner betäuben. Mhm. Können wir? Ja, können wir. So, dann gucke ich nochmal. Physische Verteidigung. What? What? Null? Warum müssen sie... Ach, die hat ja ihre Ausrüstung gar nicht. Stimmt, ja. Verdammt, dieses Fass ist schwer. Okay, schön darauf geachtet. Kann ich mich von hinten anlesen. Perfekt. Wie ich dich beneide, Leilea. Du verstehst dich so gut mit Xai. Ich schenke ihn dir. Na gut. Familie Palette. Oder Palette. Palettstown. Bücherregal, Bücherregal. Ich habe jetzt ganz viele Städte mit ganz vielen Bücherregalen. Vertraue nie an dem... Da sollte ich meinen Vater wohl besser nicht wissen lassen. Denn wie ihr wisst, der Vater von Lalea ist Bürgermeister. Hey du, wenn du meine Mama suchst, die ist nicht da. Das stimmt. Vielleicht finden wir die. Vielleicht bin ich deine Mama. Nein, ich glaube nicht. Ah, hier ist der Lahm. Verstehe, da gehen wir... Hey, ich dachte, das Gewitter wäre vorbei. Was war das eben für ein Knall? Oh, 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 oh. Haben wir Geld? Ja, was? Ach ja, ich habe ja einmal gepennt. Stimmt, ja. Okay, das ist nach wie vor schön gehalten. Waffen, Rüstung, Utensilien. Zu Preisen, die ich mir jetzt gar nicht erst angucken muss. Hallo? Was? Es hat alles geklappt und mein Vater geht es auch schon viel besser. Das freut mich zu hören. Wie kann ich hier weiterhelfen? Da stand gerade was. Mist. Da habe ich leider nicht aufgepasst. Ich dachte eigentlich, dass es der Standardspruch eines Shopkeepers wäre. Aber vielleicht können wir es nochmal triggern. Bestimmt was darf sein. Ja, schade. Naja, pausiert das Video, wenn ihr es wissen wollt. Kann ich leider nicht rückgängig machen. Wahrscheinlich stand sowas wie, haben die Medikamente gewirkt oder geht es deinem Vater schon besser? Könnt ihr mir jedenfalls vorstellen. Sicher bin ich mir nicht. Das war das Haus von Xai, wenn ich mich nicht täusche. Jawohl. Ja. Schön, 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 schön. Dann fehlt nur noch dieses Haus, glaube ich. Familie Wulp. Hallo. Hier ist eine Spielleiter zu einem Kartenspiel aus einem fernen Land. Alexi Layu. Gott oder Mensch? Das sieht man hier. Alexi Layu? Ohial. Alexi Layu. Nee, verstehe ich nicht die Referenz. Unsere Tochter ist schon ziemlich lange weg. Meine Frau spielt mit dem Gedanken, dass sie mit... Oh mein Gott. Ich hoffe es einfach nicht, sie zu beruhigen. Unsere Tochter ist bestimmt nur bei Freunden, da bin ich sicher. Hm. Oh, oh, oh. Ist das der Beginn einer Sidequest? Meine Tochter. Vielleicht versteckt sie sich hier? Nee. Hätte ja sein können. Vielleicht finden wir die aber draußen. Könnte ja sein. Oh, ich wollte gerade sagen, Musik? Hallo? Ah, der Bürgermeister. Die Bürgermeistertochter. Und? Was macht die Kunst? Habt ihr den Knall eben gehört? Das kam aus der Richtung, in der du wohnst. Oh mein Gott, nein. Wirklich. Bevor... Du bist bestimmt nicht die Tochter. Bevor ich mich auf den Rückweg mache, muss ich allerdings gucken. Nein. Du hast gesagt, meine Tochter wirft die Bücher immer rum. Das war die Tochter, die Hausarrest bekommen hat. Das heißt, du kannst die Tochter nicht sein. Ich gucke mich eben noch schnell um. Vielleicht finde ich die ja irgendwo. Vielleicht kriege ich ja wirklich was. Kann ja sein. Was war denn? Oh, ich wusste gar nicht, dass ich Besuch bekomme, ne? Ja.
Okay, ist zwar schon ein paar Tage her, seitdem ich aufgenommen habe, aber nicht schlimm, denn ich vergesse nichts. Ja, was war da oben nochmal? Möchtest du spielen, hat die irgendwie gesagt, oder? Toll, kann ich mir jetzt nicht mehr leisten. Ich hoffe einfach mal, dass sie das nicht war. Klärt mich auf, wenn ihr es kennt. Wir machen uns derweil weit auf den Weg zurück, wo wir hergekommen sind, um der Ursache von diesem Knall auf den Grund zu gehen. Ich glaube, es kam irgendwo von hier. Ey, das lässt mir keine Ruhe, mein Gott. Ach nee, Moment, die hat gesagt, ich kann nicht in fremden Betten schlafen, ne? Das kann ja auch nicht gewesen sein. Nee, da warte ich einfach ab. Gegebenenfalls muss ich es halt nachspielen. Ich will hier nichts übersehen. Auf gar keinen Fall. Nö, 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 nö. Vielleicht jetzt nach rechts, wo diese Weggabelung war. Finden wir es raus. Ich glaube, da hinten ist irgendwas. Aha. Hallo? Eine Katastrophe. Der Windgeist. Hey, sieh da. Oder was da? Hm? Was? Sie können mich sehen? Secret of Mana. Ihr braucht keine Angst zu haben, Kinder. Ich habe keine Angst. Ich bin bloß erstaunt. Echt irre. Was bist du? Sei, nimm dich zurück. Das ist schon gut. Ich bin der Geist der Winde. Wow, cool. Du bist unmöglich. Bist du denn gar nicht aufgeregt? Also zumindest ist es für mich das erste Mal, dass ich einen Geist treffe. Ich bin nicht irgendein Geist. In mir schlummert die Macht aller Winde auf unserer Erde. Das wird echt immer aufregender. Ich bin beinahe sprachlos. Aber wie kommt es, dass du hier unten bist und für uns alle sichtbar? Ich bin selbst ein wenig überrascht. Normale Menschen können uns Elementargeister eigentlich nicht sehen. Normale Menschen? Nur Nachfahren der Elementarclans können uns sehen. Soll das heißen, wir gehören einem Elementarclan an? Eine andere Erklärung gibt es nicht. Was für ein Tag, ich bin tatsächlich Angehöriger eines Elementarclans. Wuhuhu! Wenn es um Geister geht, bist du wohl kaum zu halten. Was, Xai? Und... Kannst du mir auch sagen, welchem Clan ich angehöre? Feuer? Wasser? Natürlich. Was ist los? Du siehst so bedrückt aus. Eigentlich sollte ich nicht hier sein. Was ist passiert? Das Reich der Elementargöttin. Es wurde angegriffen. Und wir Elementargeister wurden alle in verschiedene Richtungen geschleudert. Das klingt furchtbar. Durchaus. Und ich weiß weder, wo die anderen sind, noch was mit der Göttin passiert ist. Diese Kreaturen müssen mächtig sein, wenn sie einfach so ins Heiligtum gelangen konnten. Normalerweise ist es niemandem möglich, in das Heiligtum einzudringen. Du musst sofort zurück, die Göttin braucht dich doch sicher. Leichter gesagt als getan. Ich bin erst einmal draußen, kommt man nicht so schnell wieder rein. Die Göttin konnte mir Zugang verschaffen, aber die Kreaturen haben sie angegriffen. Nur noch mit den Elementen komme ich zurück, doch ich weiß nicht, wo sie sind. Und wenn ich es wüsste, wäre es sinnlos. Es macht von uns Elementargeistern... Die Macht von uns Elementargeistern kann sich nur dann entfalten, wenn wir uns einem Clan-Mitglied verbünden. Ich habe da eine Idee. Wir helfen dir, die anderen Elementargeister zu finden und suchen zudem weitere Clan-Angehörige. Das würdet ihr tun? Das ist aber sehr, sehr gefährlich. Außerdem ist das nicht unser einziges Problem. Wieso? Kommt es etwa noch schlimmer? Die Welt droht, aus dem Gleichgewicht zu geraten, da zwei wichtige Grundbausteine unserer Welt zu fehlen scheinen. Es gab vor kurzem eine Regeneration unserer Welt. Für so eine benötigt man allerdings die Kräfte aller Elementargeister. Doch wir wussten nicht, dass es mehr als 8 gibt. Es gibt noch 2 weitere. Altertümliche Elementare. Atmosphäre und Natur. Wenn wir die letzten beiden nicht finden, dann wird es nicht mehr lange dauern, bis die Welt in sich zusammenfällt. Wollt ihr uns immer noch helfen? Wir müssen also die Elementargeister und Angehörige der Elementarklans finden, um ins Heiligtum einzutreten, damit wir die Göttin retten können. Zusätzlich müssen wir die beiden altertümlichen Elementare finden, damit die Welt im Gleichgewicht bleibt. Wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es hier gerade um das Schicksal unserer Welt. Also ist es das Mindeste, was wir tun können. Ich danke euch. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nimm einfach unsere Hilfe an. Sag mal, Windgeist, wenn wir dann alle beisammen sind, kann ich dann auch mal die Elementargöttin sehen? Na, selbstverständlich. Huhu, wir sind dabei!
Ich werde prüfen, welchem Clan ihr angehört. Vielleicht kann ich mich schon mit einem von euch zusammentun. So schnell wie ich laufen kann, bin ich mit Sicherheit ein Mitglied des Windclans. Träumchen, weiter. Ich will die Elementarkräfte. Immer mit der Ruhe. Wenn einer von euch zum Windclan gehört, werde ich mich mit ihm verbinden. Zuerst prüfe ich dich. Merkwürdig. Dir kann ich gar nicht erkennen, welchen Clan du angehörst. Prüfe ich auch, bitte. Bitte, bitte, bitte. Gute Nachrichten. Bei dir kann ich eindeutig sagen, dass du dem Windclan angehörst. Hahaha. Wie unfair. Und nur hör auf zu lachen wie ein alter Mann. Nicht traurig sein, dein Lehrer. Du bekommst auch noch deinen Geist. Gut. Ich werde mich nur mit dir verbinden. Secret of Mana bietet echt einiges an Musikstücken, die passend sind, oder? Xai hat nun die Kraft des Windes. Das fühlt sich so unbeschreiblich gut an. Ich hoffe, dass ich die Nächste sein werde. Ha, das wird schon. Techniken. Wind. Windschaden an einem Gegner. Okay. Ups. Na, ach, jetzt ist es eh egal. Ich habe überspeichert. Ich hoffe, wie gesagt, dass es keine Sidequest war. Eine Frage. Wo genau sollen wir da anfangen zu suchen? Wir müssen wohl die Stadt verlassen, wenn wir die Geister finden wollen. Sie werden wohl kaum alle an einem Ort sein. Schon. Aber was ist mit deiner Mutter? Ich dachte, sie kommt heute wieder. Ja, das stimmt schon. Am besten, wir gehen nochmal kurz zu meinem Vater und verlassen dann die Stadt. Ich dachte, du hast dich so gefreut und du willst einfach gehen? Natürlich will ich sie sehen. Und wenn wir unsere Aufgabe erledigt haben, kann ich das immer noch. Auf unseren Schultern lastet nun eine große Bürde. Das sagst du so einfach. Außerdem solltest du dich erstmal um eine vernünftige Waffe kümmern. Oder willst du so schutzlos sein, als du es ohnehin schon bist? Ich werde dann später lachen. Egal, lass uns zu meinem Vater gehen. Okay? Schön. Machen wir das. Ich habe die Vermutung, dass wir unten mit dem Windangriff nachher das Fass verschieben können. Aber ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Wir werden es rausfinden. So. Dem scheint es eindeutig... Hallo, ihr zwei. Dir geht es ja schon viel besser. Ja, deine Medizin hat schnell gewirkt. Das freut mich. Lalea, vergiss nicht deinen eigentlichen Grund, aus dem wir hier sind. Hm? Was mein Zug sei? Papa, ich werde mit Xai die Stadt verlassen. Was? Warum? Ich kann dir leider nicht sagen, warum. Aber wir müssen. Ich verstehe nicht... Warum so plötzlich? Was zieht dich denn zur Außenwelt? Ihr zwei seid doch Kinder. Habt ihr eine Ahnung, wie gefährlich es da draußen ist? Und was ist mit deiner Mutter? Willst du denn gar nicht hier sein, wenn sie endlich heimkommt? Papa, bitte. Lalea, als dein Vater erlaube ich dir nicht, die Stadt alleine zu verlassen. Ich bin gar nicht allein. Xai ist doch bei mir. Das macht keinen Unterschied. Du bleibst da. Lalea, versteh doch. Ich mache mir große Sorgen um dich. Dass ich nicht solchen Schatz in meinem Alten haben kann. Egal, was mein Vater sagt, wir müssen gehen. Aber... Lalea, ich werde gehen, Papa. Du wirst mich nicht aufhalten können. Ich muss sagen, ich hab dich in meinem ganzen Leben noch nie so ernst erlebt wie gerade eben. Und bevor ich es mir nun anders überlege, geht lieber gleich los. Papa, doch eines muss ich dir vorher noch geben. 1000 Sandy und eine Jägerpistole. Für alle Fälle gebe ich dir meine Waffe mit. Und mit dem Geld solltest du dir am besten vorher noch eine Rüstung kaufen. Ich danke dir. Ja. Finde ich ganz gut. Ah, hier habe ich eigentlich mit gerechnet, dass sowas kommt wie, ich sollte da nicht wieder reingehen. Ich werde deine Mutter im Namen von uns beiden empfangen. Wir werden auf dich warten. Ich frage mich aber, warum? Also, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Warum hat Lalea ihrem Vater nichts gesagt? Denn der Elementargeist hat nie gesagt, verrate keinem was davon. Der Grund wäre ja vielleicht viel eher, dass der Vater es wahrscheinlich eh nicht glauben würde. Das könnte durchaus Sinn machen. Wer weiß,
Wir werden es nie erfahren. Aber, naja, was soll's. Gut, wir haben auf jeden Fall ein bisschen was an Kohle. Das ist schon mal sehr schön. Und ein bisschen was an Waffen. Und ich denke, wir werden dem Rat von unserem Vater auch Gehör schenken, denn wir brauchen eine Rüstung. Ich weiß leider zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, wie ich das mit dem Level machen werde. Ich werde das Ganze jetzt trotzdem nochmal ausprobieren. Tja, was mache ich nun? Nein, ich denke einfach nicht, dass es eine Sidequest ist. Wenn doch, dann muss sie einfach besser gekennzeichnet werden. Meiner Meinung nach, dass man sie nicht so leicht... Also, dass man nicht mit geldlichen Mitteln zur Sidequest kommt. Aber wir wissen nicht, ob oder ob nicht. Deswegen lassen wir es erstmal gut sein. Kurzschwert. Kann ich sehen, wer das tragen kann? Ja, sehe ich sogar. Okay? Wie wir sehen, keiner unserer Charaktere kann bisher einen Metalldolch oder eine Holzkeule tragen. Grund genug für mich, diese Dinge auch jetzt nicht zu kaufen. Lalea hat hingegen noch keine Rüstung. Oh, ein Holzschild. Ein Holzpanzer. Hey, Moment. Da muss ich mich jetzt wieder reindenken. Kostet 470, kaufe ich logischerweise einmal. Achso, das ist ein Helm. Den kann ich nur einmal kaufen. Okay. Ausrüstung. Helm. Und Rüstung. Gut. Anderes ist klar. Schild werde ich definitiv noch kaufen. Und ich gehe auch schwer davon aus, dass wir, sobald wir den Bildschirm hier verlassen können, gegen Gegner kämpfen werden. Ich werde das wahrscheinlich jetzt gleich weiterspielen. Ein bisschen was leveln. Hoffe, dass ich kein Story-Event triggere. Zurücklaufen und wieder was kaufen gehen. Es lässt mir allerdings doch keine Ruhe. Ich muss jetzt da hochgehen und gucken, ob das die Tochter war, die gesucht wird. Es lässt mir keine Ruhe. Ich will hier nichts übersehen. Ich kann nicht anders. Haben wir die schon mal angeguckt? Pet der Retter. Ja, stimmt. Ja. Vielleicht, es könnte natürlich auch sein, dass die Tochter in einer ganz anderen Gegend ist. Vielleicht läuft die ja draußen irgendwo rum. Also dieses, am Ende hat mir ein wenig was zum Überlegen, zum Schmunzeln gegeben. Seht ihr, hier ist das übrigens nicht. Bei einigen Betten laufe ich und hier liege ich drinnen. Bisschen verwirrend vielleicht, aber keinesfalls schlecht. Ich werde den Part jetzt noch ein paar Minuten lang machen, bis ich sicher gehen kann, dass ich hier leveln kann. Ich werde mich natürlich nicht überleveln, logischerweise, aber er hat es geschafft. Cool. Willkommen in Sabrak. Und ich frage erneut, wo sollen wir denn nun anfangen? Am besten, wir gehen einfach mal los. Tolle Aussichten. Wenn ich mich kurz einmischen dürfte, als Elementargeist, ist es mir möglich, einen anderen Elementargeist aufzuspüren. Hey, das ist doch schon mal eine große Hilfe. Es klappt allerdings nur einmal. Der nächste kann nur durch den Geist gespürt werden, den wir durch mich finden. Ich fange an. Ich spüre etwas. Wir sollten zuerst nach Norden gehen. Sagst du das also? Mal gucken, was Zoe hier gemacht hat. Wenn es hier Encounter gibt, das ist übrigens sehr schön. Da ist eine kleine Fee. Mit dem niedlichsten Sprite, den ich mir vorstellen kann. Wenn es hier Encounter gibt, ja? Welche? B, wie stark? Hier ist irgendwie... Ah, okay. Scheint mir aber so, als wäre keine Encounter hier. Vielleicht müssen wir den Encounter auch erst triggern. Dass quasi eine Art Tutorial-Kampf auftaucht. Okay, hier kommen wir logischerweise nicht weiter. Das ist wirklich mehr als ungünstig. Wie soll ich diese Dinge da wegräumen? Die wiegen Tonnen. Das ist doch so blöd umgestellt, solche schweren Waren. Das könnte für Probleme für die Verbindung nach Kriteos geben. Oder so. Das könnte Probleme geben. Ach, wisst schon, was ich meine. Wichtig ist nicht, was ich sage, sondern was ich meine. Gut. Ach, so ist das. Verstehe. Technik, Wind. Kein Schaden. Ich hoffe, dass ich hier noch nicht vergiftet werden kann. Das ist uncool. Das ist uncool. Ich mag nicht, wenn Statusveränderungen bei den allerersten Gegnern im Spiel auftauchen.
Vor allem, weil ich glaube, dass sich diese Dinge auch noch halten werden nach dem Kampf. Und das ist nicht gut, weil gegebenenfalls, also ich hätte natürlich die Möglichkeit, Gegengift zu kaufen, aber ich finde, meiner Ansicht nach, es ist ziemlich viel, was von einem erwartet wird. Aber okay, egal. Oder man regelt es natürlich so. Das geht auch, das stimmt. Das klingt ein bisschen wie Pokémon, ne? So. Bin ich noch vergiftet? Tatsächlich. Item. Gegengift. Gut. Schnell was testen, raus rein. Kann ich. Okay, Leute. Ich beende den Part hier. Beim nächsten Mal sehen wir uns ungefähr an der Stelle wieder mit komplett neuer Ausrüstung. Jedenfalls mit aufgestockter Ausrüstung. Ich sage danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Iron Man's Destiny Ancient Powers.